Brüder und Schwestern in Christus, an Weihnachten feiern wir ein großes Ereignis, die Geburt Jesu, die vor knapp 2000 Jahren irgendwo im heutigen Israel geschehen ist, an einem sehr unbedeutenden Ort. Und an diesem Tag wird auch dieser Anfang des Johannesevangeliums gelesen, also der Prolog. Ich musste es zu meiner Studienzeit im ersten Jahr, also die ganzen 18 Verse, die wir heute gehört haben, auch auf Griechisch auswendig lernen. Anstrengende Sache, klingt aber sehr schön. Und ich habe dieses Evangelium nie richtig verstanden. Das ist so ein bisschen Kauderwelsch für mich gewesen. Weil es wiederholen sich viele Worte und es gibt da Bezüge zu Stellen in der Bibel, die, wenn man nicht wirklich bibelfest ist, nicht verstehen kann. Aber seit einiger Zeit lese ich die Bibel intensiver. Und ich muss sagen, langsam erkenne ich, worauf sich hier Johannes bezieht. Nicht, dass ich etwas Neues entdeckt hätte. Ich müsste eigentlich nur einen Kommentar lesen, dann hätte ich mir die Mühe sparen können. Aber es macht Freude, selber zu entdecken, wenn man die Bibel in der Hand hat, besonders das Alte Testament, das ist für dieses Evangelium sehr wichtig, und stößt auf Stellen, die hier ganz genau passen. Aber von was erzählt das eigentlich, dieses Evangelium? Von diesem Ereignis vor 2000 Jahren oder von etwas anderem? Und ich glaube, Johannes war nicht so sehr dieses Ereignis, diese Geburt irgendwo da in Bethlehem wichtig, sondern etwas ganz anderes. Das, was er auch in diesem kurzen Text schreibt und auch in anderen Briefen, dass Gott einer ist, der uns Menschen liebt, dass er uns Liebe geschenkt hat. Das klingt heutzutage sehr platt, weil ja, wir haben uns alle lieb, ne? Und das ist etwas Schönes, dass man nett zu anderen Menschen ist, aber Liebe ist so ein leeres Wort geworden. Vor 100, 200 Jahren war es auch nicht anders. Auch wenn man die Literatur liest, also immer hohe Sprüche darauf, aber wie das ausgesehen hat, nicht viel anders als heute. Man hat vielleicht dieses Wort nicht so oft verwendet. Aber für mich ist es wichtig zu sehen, dass Gott hier, also dass hier die Liebe Gottes verkündet wird. Dass Gott durch dieses Aussprechen des einen Wortes, nämlich Jesus, uns seine Liebe verkündet. Ein einziges Wort hat Gott ausgereicht. Wie kann man diese Liebe Gottes in unserem Leben erfahren? Naja, du kannst am kirchlichen Leben aktiv teilnehmen, ist aber keine Garantie für eine Gotteserfahrung. Man kann zu einem tollen Event fahren, wo viele Menschen versammelt sind, wo man sich auch mehr oder weniger da einfinden kann und dort Gott erleben. Deswegen fahre ich auch mit meinen Brüdern jetzt in den nächsten Tagen nach Augsburg zu der Mehrkonferenz, ein Treffen der Gebetshäuser in Europa, ein ökumenisches Treffen. Eine tolle Sache, wo ich mich zu Hause fühle, wo das Wort, was dort verkündet wird, wie Gott dort angebetet wird, mir wirklich zusagt. Man kann Gott auch in der Familie erleben. Ist nicht immer so einfach, aber es ist möglich. Das kennt ihr auch sicher aus euren Familien. Da wo Liebe ist, da ist Gott zugegen. Man kann auch über Liebe viel lesen, aber es bringt nicht viel. Das haben wir auch im Hebräerbrief gehört. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Und wer die Bibel mal gelesen hat, wenigstens ansatzweise die wichtigen Geschichten weiß, es hat nichts genützt. Das Volk Israel wartet immer noch
also die meisten aus diesem Volk. Aber in dieser Endzeit hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Und für mich ist es wirklich erstaunlich, wie Gott zu uns Menschen spricht. Ich bin schon seit, glaube ich, mehr als 15 Jahren im Orden. Also das ist schon fast die Hälfte meines Lebens. Das ist ein sehr schöner Weg, aber wenn man so länger unterwegs ist, irgendwo, auch zum Beispiel in der Familie, denkt man, es könnte einen nichts mehr überraschen, nichts mehr aus der Fassung bringen, nichts beunruhigen. Und doch geschieht es immer wieder. Besonders in der Beziehung zu Gott. Und wie man die Liebe Gottes erfahren kann, das ist die Frage. Wo soll man sie suchen? Ich habe das lange gesucht und nicht gefunden. Aber Gott hat mich gefunden. Und es ist für mich erstaunlich, wie Gott mich mit seiner Liebe in der letzten Zeit überschüttet. Von allen Seiten, allen möglichen. Es ist kaum auszuhalten. Ihr kennt das auch sicher, wenn man verliebt ist. Die meisten von euch waren es schon mal oder sind es immer noch. Dann wird man unruhig. Man kann kaum es aushalten, dass es den anderen nicht gibt. Oder ja, man ist völlig aus dem Häuschen. Ich will nicht sagen, dass ich da groß verliebt bin, aber sein Zustand macht sich in mir breit, weil ich kann es kaum glauben, was Gott mir schenkt. Und nicht, dass jetzt in der letzten Zeit in meinem Leben etwas Besonderes geschehen würde. Sicher sind alles besondere Menschen, die mir begegnen, die mir diese Liebe Gottes auch verkünden. Aber ich glaube nicht, dass es vor 2, 3 Jahren anders war. Ich habe es einfach nicht gesehen. So wie dieses Volk, an das sich der Hebräerbrief richtet. Man hat es vor den Augen, es wird einem verkündet, man sieht es nicht. Also um die Liebe Gottes erfahren zu können, braucht es eigentlich nur eines. Das ist etwas, was schon die ersten Christen erkannt haben, die in die Wüste gegangen sind. Die ersten Mönche, die es gab. Die hatten viel Zeit zum Überlegen, waren nicht besonders gut ausgebildete Leute. Die meisten konnten nicht mal lesen. Aber sie hatten viel Zeit, um mit Gott zu verbringen. Und die haben es erkannt. Das einzig Wahre, das einzig Erstrebenswerte, die einzige Garantie, dass Gott zu einem kommen kann, ist, dass man ein reines Herz hat. Ein reines Herz. Und was ist dieses reine Herz? Etwas ganz Einfaches. Ein Herz, das bereit ist. Mir hat das eine Freundin erzählt in letzter Zeit, dass sie irgendwo unterwegs war und an einem Tag gab es einen Moment, wo sie in eine Kapelle hineingehen sollte und sich etwas wünschen durfte. Sie hat lange darauf gewartet, dann ist sie reingegangen, auf die Knie gefallen und das Einzige, was ihr rausgerutscht ist, war keine große Bitte, sondern ich bin bereit. Und was in den nächsten 6 Monaten in ihrem Leben passiert ist, werde ich euch nicht erzählen, aber ich garantiere euch, das hat ihr Leben verändert. Ich habe diese Worte schon mehrere Male in meinem Leben gesagt, aber ich glaube nie so wirklich ernst gemeint. Und vor einiger Zeit habe ich es gewagt, noch einmal diesen Satz zu sprechen, ihm mein reines Herz anzubieten. Und es passiert, es verändert sich alles.
Und das ist möglich in jedem Alter, jeder Lebenslage. Da gibt's keine Grenzen für Gott. Wir setzen ihm sehr oft Grenzen. Also wir setzen ihm immer irgendwelche Grenzen. Also du darfst mich lieben, aber nicht so. Du darfst von mir etwas sich wünschen, aber nicht das. Du darfst mich zu diesen Menschen schicken, aber bitte nicht zu diesen Nachbarn oder sonst was. Es gibt immer genug Gründe, um die Liebe Gottes abzuweisen. Und alle sind wirklich wichtig manchmal, wenn man sich schlecht dabei fühlt, weil man Angst hat, was passiert. Ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man es zulässt, passiert nur Schönes. Das ist unglaublich schön, wie Gott in meinem Leben wirkt und im Leben so viele von uns. Und die Liebe Gottes ist, die brauchen wir nicht irgendwie herbeizuwirken. Wir brauchen uns sie nicht zu erarbeiten. Sie kommt einfach. Sie plumpst sozusagen in unser Leben so ein, wie das kleine Kind in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Völlig unerwartet, unscheinbar und unpassend. Und Gott kümmert es nicht, ob es für uns passt oder nicht. Er macht es immer sanft, damit er uns nicht verletzt. Aber er kommt immer in unser Leben. Und ich lade euch dazu, eines zu wagen. Dieses reine Herz ihm anzubieten. Also ohne irgendwelche Vorbehalte, das Leben Gott zu übergeben und zu sagen, ich bin bereit. Das ist auch eine Begegnung, die ich in letzter Zeit hatte, wo ich in Wien war mit einem Marsch unterwegs und da haben mich zwei Frauen aufgegabelt, also eine jüngere, eine ältere, ich glaube, das war Tochter und Mutter. Und die wollten wissen, was wir da tun. Ich habe gesagt, ja, ökumenisch und wir gehen da für verfolgte Christen zu beten. Und dann, die war auch seine Freikirche, wollte sie mich fest davon überzeugen, dass, also das ist zu wenig, was ich mache in meinem Leben. Ich muss mein Leben Jesus übergeben. Haben mir gedacht, ja gut, ich gehe da im Habit, da siehst du es nicht. Ja, aber das meint sie nicht. Ich habe gedacht, dass ich im Recht bin, war ich aber nicht. Diese zwei Frauen hatten Recht. Du musst echt dein Leben Gott übergeben, dass er in deinem Leben wirken kann, frei. Also keine Grenzen ihm setzen, dann ist auch alles möglich. Da möchte ich noch eine kleine Warnung aussprechen. Wenn du das tust, also ohne Vorbehalte dein Leben ihm übergibst, dann wird's anstrengend, gefährlich und unangenehm. Aber ich möchte dir auch sagen, es lohnt sich. Das ist so, wie man, wenn man einen Menschen liebt. Man macht sich sehr verletzlich, wenn man ihm das Herz anbietet. Niemand kann dich so verletzen wie ein Mensch, den du liebst. Es reicht ein Wort oder kein Wort. Aber es ist etwas Wertvolles, etwas Schönes. Und ich lade euch dazu ein, es zu wagen, Gott das eigene Herz anzubieten, ihn um diese Reinheit zu bitten, dass er es annimmt, dass er alle Grenzen, die uns sind, alle Barrieren niederreißt und uns das ermöglicht, was er uns in seinem Sohn gezeigt hat.